Hallo Leute, pssst, leise, seht ihr das? Da schläft jemand. Ja Leute, habt ihr erraten? Da ist eine Spinne drin. Er heißt Stefan, jetzt habe ich auch einen lebenden Stefan, nicht den Stuntman. Ihn habe ich geschenkt bekommen, genauso wie Timon. Ich bekomme immer irgendwas Exotisches geschenkt, anstatt eine Katze. Die Spinne, die ich geschenkt bekommen habe, ist noch ziemlich klein. Die wird auf jeden Fall größer. Die kann nämlich eine Größe von einer Handfläche erreichen. Diese Eingänge hier hat die Spinne selbst gegraben. Ich habe den Zoo bekommen mit ein wenig Kokosspänen. Er fühlt sich hier bestimmt ganz wohl. Er hat sich nämlich schon ein kleines Zuhause eingerichtet. Das hat er nämlich schon selbst gegraben. Gestern war es noch nicht so. Ich bereue es jetzt, dass ich nicht gefilmt habe, wie es am Anfang ausgeschaut hat. Es war nämlich alles ganz glatt. Die ganzen Öffnungen und Höhlen hat er sich selbst gegraben. Ach, schade, dass wir das alles zerstören müssen. Ja Leute, wir müssen ihn umziehen. Er wird doch nicht in einem Plastikbecher leben. Wir haben nämlich für ihn so ein kleines Zuhause eingerichtet. Am Boden haben wir die Kokosspäne gestreut. Die soll perfekt für die Spinnen sein. Der Vorteil ist, dass die Feuchtigkeit reguliert. Wir werden es jetzt ein wenig befeuchten. Innen drin habe ich ein kleines Stock reingelegt. Das wird bestimmt sein Lieblingsplatz sein. Und wisst ihr was? Ich will euch noch jemanden zeigen. Ja Leute, das ist der Timon. Ihr habt mir nämlich so viele persönliche Nachrichten auf Insta geschrieben. Wo ist der Timon? Wo bleibt der Timon? Ist er tot? Hier ist er, er lebt. Alles gut, Leute. Like das Video, Leute, damit der Timon gesund und munter bleibt. Der Timon ist nämlich schon ganz munter. Schaut, was er alles kann. Leute, wer meinen Kanal noch nicht abonniert hat, dann abonniert ihn. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, denn bald gibt es wieder Videos mit Timon. Also Leute, ich werde jetzt meine Spinne umsiedeln. Dann werden wir die Reaktion von Timon sehen. Und zum Schluss machen wir ein cooles Experiment. Wie viel Gewicht kann diese Spinne aushalten, wenn die an eine Wand hängt? Also Leute, wir werden jetzt langsam den Stefan umsiedeln. Unsere Spinne ist ein Nachttier und jetzt ist es Tag. Am Tag schlafen die und am Abend wachen die auf. Er wird wahrscheinlich auch gar nicht merken, dass der umgesiedelt wurde. Er wird wahrscheinlich schon in seinem neuen Zuhause aufwachen. Mir tut es echt leid, sein Zuhause zu zerstören, aber ich muss das leider machen, Spinne. So, vorsichtig, langsam. Noch ein bisschen. Und hier schläft er. Guckt euch das mal an. Ich wecke ihn langsam auf. Los, aufstehen. Aufstehen, Kleiner. Er will nicht. Er pennt einfach. So, ich werde ihm gleich helfen. So Stefan, das ist dein neues Zuhause. Fühl dich wohl hier. Leute, wo ich ihn runtergelassen habe, da ist er auch gleich eingeschlafen. Okay, lasst uns Timon holen und ihn mit Stefan bekannt machen. Timon, schau mal, das ist dein neuer Freund. Sag ihm Hallo. Guckt mal Leute, er schaut wirklich rein. Timon, ich hoffe, du frisst ihn nicht auf. Nein Leute, Erdmännchen essen keine großen Insekten. Ja Leute, er zeigt wirklich Interesse. Die kennen sich gerade lernen. Ja Leute, ich glaube, dass die Bekanntmachung zwischen den beiden gelaufen ist. Jetzt werde ich euch ein cooles Experiment zeigen. Wir wissen alle, dass die Spinnen über Wände und Decken laufen können. Und wie fest können sie sich an der Wand halten? Wie viel Gewicht wird so eine Spinne aushalten? Für dieses Experiment brauchen wir natürlich eine Waage. Ich habe mir extra so eine Goldwaage gekauft. Hier zum Beispiel ein Stück Knete. Das wiegt zum Beispiel 0,276 Gramm. Oh, Timon, willst du dich auch wiegen? Timon, nicht mit dem Arsch. Okay, vielleicht die Pfote? Timon, du bist zu schwer für diese Waage. Okay Leute, lasst uns anfangen. Als erstes werden wir den Stefan wiegen, damit wir wissen, wie viel er wiegt. So, vorsichtig. Und wie viel?
jetzt haben wir es. 1,672 Gramm. Cool. Stefan, du bist so leicht. Wo gehst du hin? Hey Stefan, bist du jetzt wach? Leute, wollt ihr ihn näher sehen? Ich zeig's euch jetzt. Seht ihr das? Er zieht nämlich einen Faden hinter sich. Ich hoffe, man sieht es. Und das sind seine Augen. Er sieht so aus, ob er lächeln würde, weil seine Augen so tief sitzen. Also Leute, wir werden an ihn jetzt einen kleinen Faden binden. Macht euch aber keine Sorgen, das ist wirklich ungefährlich. Mit Stefan wird nichts passieren. Wir werden den Faden nicht festbinden. Und das ist rausgekommen, Leute, eine kleine Leine für den Stefan. Manche gehen mit einem Hund Gassi und ich werde wahrscheinlich mit einer Spinne Gassi gehen. Das ist nur Spaß, Leute. Wir haben echt richtig vorsichtig den Faden an Stefan gebunden. Er ist nämlich gewohnt, an solche Fäden hochzukrabbeln. Das ist nämlich wie sein eigener, nur ein wenig dicker. An diesen Faden werden wir dann kleine Gewichte hängen. So werden wir ermitteln, wie viel Kraft hat diese Spinne. Also Leute, ich habe mir solche Gewichte vorbereitet. Jedes von denen wiegt 0,4 Gramm. Dementsprechend wiegen drei Stück 1,201 Gramm. Das sind 80% vom Gewicht unserer Spinne. Was glaubt ihr, wird der Stefan sein Eigengewicht aushalten oder nicht? Ihr könnt oben rechts draufklicken und abstimmen. Ich habe euch einige Antworten vorbereitet. Also Leute, los geht's. Und außerdem sind die Stürze für Spinnen ungefährlich. Durch das leichte Gewicht passiert denen nämlich gar nichts. Schaut Leute, ich versuche ihn zurückzuziehen und er hält sich an einem glatten Tisch fest. So, und jetzt werden wir ihn vorsichtig an die Decke ranbringen. So Stefan, komm, krabbel hoch, krabbel jetzt. Irgendwie will er das nicht. Willst du an der Wand bleiben? Los Stefan. Okay, er will einfach an der Wand bleiben. Okay Leute, lasst uns anfangen. Wir werden ihn jetzt 0,4 Gramm ranbinden. Ich hoffe, dass es hängen bleibt. Oh cool Leute, der Stefan hält gerade 30% von seinem Körpergewicht. Ich glaube, dass ihm das Gewicht komplett egal ist. Er merkt es wahrscheinlich auch gar nicht. Okay Leute, wir haben noch zwei. Wir werden jetzt den nächsten ranmachen. Er hält es. Ich glaube, er versucht gerade an die Decke zu krabbeln. Und den dritten. Und das sind 80% von seinem eigenen Körpergewicht. Also Leute, wir haben uns noch ein Gewicht besorgt. Und das sind 100% von seinem eigenen Körpergewicht. Unglaublich Leute, er hält es. Er hält es aus. Leute, das ist kein Fake. Leute, in der Natur klauen diese Spinnen kleine Eier aus den Nestern der Vögel. Die Eier müssen die natürlich auch tragen. Deswegen ist das Gewicht für diese Spinne irrelevant. Also Leute, ich werde jetzt noch ein Stück anbinden. Dieses Stück ist so wie zwei andere zusammen. Am Ende des Experiments werden wir alle Stücke abwiegen. Dann werden wir es sehen, wie viel es Stefan ausgehalten hat. Ha, heftig Leute, er hält alles aus. Der hält es einfach. Also Leute, lasst uns den Stefan jetzt runternehmen und ich werde euch zeigen, was er alles ausgehalten hat. So, eins, zwei, noch ein und den großen dazu. Unglaublich, Leute, 2,651 Gramm. Ich erinnere euch, Leute, der Gewicht vom Stefan ist 1,672 Gramm. Leute, das sind 130% von seinem eigenen Körpergewicht. Das ist doch heftig, oder? Ich glaube, dass der Stefan noch viel mehr ausgehalten hätte. Okay, lasst uns die kleine Leine von ihm lösen. Also mit ihm ist alles in Ordnung, er hat überhaupt keinen Schaden davon getragen. Stefan, du hast eine Leckerli verdient. Das ist deine Belohnung für heute. Stefan bekommt jetzt sein Leckerchen. Also Leute, ich hoffe euch hat das Video gefallen und wenn ihr eine neue Rubrik mit Timon sehen wollt, dann liked das Video. Schreibt mir in die Kommentare, was ich für Videos mit Timon drehen soll, wenn ihr das sehen wollt. Vergesst nicht unseren Kanal zu abonnieren, teilt das Video unbedingt mit euren Freunden und bis bald!